Meister Funakoshi begründete einst das Shotokan Karate-Do. Er verließ die Insel Okinawa im Jahre 1922 und zog auf das japanische Festland, um in Tokio 1924 sein erstes Karate-Dojo in Keio im Distrikt Mita zu eröffnen. Es ist ein legendärer Ort, an dem ihnen noch heute seine direkten Schüler das originale Karate-Großmeister Funakoshis präsentieren.